Ein geheimnisvolles Volk im Dunkel der Vergangenheit. Die Germanen. Barbaren nannten sie die Römer und hielten sie für Wilde ohne Kultur. Kannten sie nichts außer Kampf und Krieg? Woran haben sie geglaubt? Wovor sich gefürchtet? Wie standen sie zur Weltmacht Rom? Was haben sie uns hinterlassen? Was wissen wir von ihnen? Wer waren die Germanen? ...1956 in der Nähe von Hamburg. Bei Bauarbeiten kommt eine Überraschung zutage. Ein germanisches Gräberfeld aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Ein Glücksfall für die Archäologen. In einer zerbrochenen Urne machen Forscher einen überraschenden Fund. Die Spitze eines Pilums, so heißt der gefürchtete Wurfspieß der römischen Legionäre. Warum nahm ein Germane eine römische Waffe mit in sein Grab? Wir wissen nicht, wem diese Waffe gehörte. Aus dieser Zeit ist keine einzige persönliche Lebensgeschichte überliefert. Doch archäologische Funde und neue wissenschaftliche Erkenntnisse erlauben es, sich ein Bild vom Leben eines germanischen Kriegers zu machen. Nennen wir ihn Notker. Seit Caesars Zeiten stehen sich immer wieder Germanen und Römer im Kampf gegenüber. Die Macht Roms scheint unüberwindbar. Immer mehr Stämme müssen sich unterwerfen. Doch dann, im Jahr 9 nach Christus, wagen die Germanen den Aufstand. Ihr Freiheitskampf wird die Geschichte verändern. Ich war der Leibwächter von Arminius, unserem Anführer im Kampf um die Freiheit. Ich schützte ihn mit meinem Leben. Als Kinder hatten wir beide vor bald 20 Jahren unsere Heimat, das Land der Cherusker, verlassen müssen. Im Jahr 8 vor Christus. Nach einem langen blutigen Krieg muss sich der Stamm der Cherusker den Römern ergeben. Rom zwingt ihm ein Bündnis auf. Für den Frieden muss der Fürst der Cherusker einen hohen Preis zahlen, seinen eigenen Sohn. Fern der Heimat in Rom soll Arminius als Geisel für die Loyalität des Stammes bürgen. Das Schicksal der Unterwerfung teilen die Cherusker mit den anderen germanischen Stämmen zwischen Rhein und Elbe. Sie alle müssen jetzt den Befehlen Roms gehorchen und hohe Tribute zahlen. Brauchte Arminius nicht gerade jetzt die Hilfe seines Freundes? Ich konnte ihn nicht alleine gehen lassen und wollte von nun an sein Los teilen. So kam es, dass Arminius und ich aus dem Land der Cherusker nach Rom gebracht wurden. Wir glaubten, dies sei ein Abschied für immer. Die Legionäre waren gut zu uns. Wir würden unsere Heimat vergessen, sagten sie. Ein Leben in Luxus erwarte uns. Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen im prächtigen Rom des Kaisers Augustus. Auf einer römischen Goldmünze ist eine solche Szene dargestellt. Aufbewahrt wird sie im Bode-Museum in Berlin, der weltgrößten Münzsammlung. Für Rom war die Geiselnahme von Kindern unterworfener Völker offenbar übliche Politik. Augustus ließ sich die Geiseln von den besiegten Fürsten aus zwei Gründen überreichen. Die Kleinkinder dienten zum einen dazu, den Frieden zu sichern. Ein Fürst, der weiß, dass sein Kind in Lebensgefahr gerät, wenn er wieder einen Krieg beginnt, wird es vielleicht weniger leicht tun, als jemand, bei dem das nicht der Fall ist. Zum anderen war man davon überzeugt, dass Kinder, die in Rom aufwachsen würden und erzogen würden, zu echten Römern werden würden. Sie kamen in die Familien des Kaisers selbst oder der nächsten Angehörigen und wuchsen dort wie Oberschichtsangehörige auf, lernten Latein, nahmen an den Festen teil
und wurden römisch sozialisiert. Aus den Wäldern des Nordens nach Rom. Für den Fürstensohn Arminius ist es ein Kulturschock. Rom, Hauptstadt des Imperiums, ist zu dieser Zeit der Nabel der Welt. Prächtige Tempel, Paläste und Bäder sind Ausdruck der gewaltigen Macht und Größe des Reiches. Über hunderte von Kilometern wird die Metropole mit frischem Wasser aus Aquädukten versorgt. Beeindruckende Zeugnisse des römischen Reichtums wie das Forum Romanum haben die Jahrtausende überdauert, dank des Bauprogramms des Kaisers Augustus. Ich hinterlasse eine Stadt aus Marmor, während ich eine Stadt von Backsteinen vorgefunden habe. Der Altar des Friedens feiert den Beginn einer neuen Epoche unter Augustus. Auch Kindergeiseln sind als Garanten des Friedens zwischen Rom und seinen besiegten Feinden dargestellt. Der erste Kaiser Roms hatte innen- und außenpolitisch eine neue Stabilität geschaffen. Die Friedensgöttin Pax wird mit einer Prozession geehrt. Voran gehen die kaiserliche Familie und der römische Adel. Zu dieser römischen Elite sollte auch der Germane Arminius bald gehören. Als junge Männer waren Arminius und ich in die römische Armee eingetreten. Wir bewährten uns im Krieg gegen rebellische Stämme in Pannonien. Zum Dank wurde Arminius von Augustus zum römischen Ritter ernannt. Nach den Senatoren der wichtigste Stand in Rom. In den Augen der Römer waren wir Germanen nichts als wilde Barbaren. Nun aber gehörten wir endlich zu ihnen und ihrer Welt. Voller Anerkennung berichtet ein ehemaliger Kamerad über Arminius. Er war ein junger Mann von vornehmer Abstammung, persönlich sehr tapfer, schnell von Begriff und für einen Barbaren ungewöhnlich begabt. Arminius war römischer Bürger und ist sogar in den Ritterstand erhoben worden. Das bot ihm glänzende Aussichten für die Zukunft. Einerseits wäre er in seinem Stamm, den Cheruskern, natürlich eine führende Persönlichkeit geblieben. Er hätte weiterhin die cheruskischen Soldaten, die Truppen dort befehligt, als römische Hilfstruppen. Und auf der anderen Seite hätte er in dieser Eigenschaft eben auch innerhalb des Römischen Reiches eine glänzende Karriere vor sich gehabt. Er wäre in die ganze Struktur des Römischen Reiches und die Verwaltung mit eingebunden worden. Genauso wie das bei, ich möchte mal sagen, Kollegen von ihm in Gallien geschehen ist, die ja dann auch als Führer ihrer Volksgruppe innerhalb des Römischen Reiches eine fantastische Karriere machen konnten. Die Heimat des Arminius war unter Augustus römische Provinz geworden. Rom errichtet Militärlager, um das unterworfene Gebiet zu sichern. Am Rhein und an Flüssen, die ins Landesinnere führen. Die Lippe im Norden wird zu einem strategisch wichtigen Verkehrsweg. Über Flüsse wie die Lippe wird der Nachschub für die Römer transportiert, denn in Germanien gibt es keine befestigten Straßen. Für die Römer ist es noch immer eine bedrohliche Welt. So überliefert es der Chronist Tacitus. Germanien ist durch seine Wälder grauenerregend, durch seine Sümpfe grässlich. Direkt an der Lippe, in der Nähe des heutigen Haltern, lag eine mächtige römische Anlage. Inmitten einer bäuerlichen Welt. Das Militärlager aus der Zeit des Augustus kann eine ganze Legion, etwa 6000 Soldaten, aufnehmen. Elitetruppen der römischen Armee. Doch Haltern, der lateinische Name des Lagers ist unbekannt, hatte nicht nur militärische Bedeutung. Hier wurde eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Verwaltungsgebäuden entdeckt. Deshalb vermuten Archäologen, Haltern war die Zentralverwaltung der neuen Provinz. Von hier aus hielt das Imperium die Germanen in Schach. Das Land der Cherusker, unsere Heimat. Fast 20 Jahre waren wir fort gewesen. Unser Donnergott Thor bereitete uns einen gebührenden Empfang. Alles schien vertraut. Fast vergaßen wir,
dass wir im Auftrag Roms nach Germanien gekommen waren. Wahrscheinlich wird Arminius in die Heimat entsandt, um eine Einheit der germanischen Hilfstruppen zu befehligen. Seit Caesars Zeiten müssen die verbündeten germanischen Stämme Soldaten stellen. Vor allem als Krieger zu Pferde sind sie geschätzt, denn Rom besitzt keine eigene Kavallerie. Der Chronist Cassius Dio lobt die Germanen als hervorragende Reiter. Bei den Reitereinheiten der römischen Hilfstruppen wurden Maskenhelme aus Bronze gefunden. Wozu wurden sie gebraucht? Für den Kampf sind sie kaum geeignet. Die Maskenhelme dienten wohl zum Schutz des Gesichts beim Training und bei Schaukämpfen. Die Reiter trugen die Masken vermutlich auch bei Paraden. Vielleicht sollten die fremdländischen Männer bei öffentlichen Auftritten auch nur ihr barbarisches Aussehen vor den Römern verhüllen. Arminius sollte den Statthalter Varus beim Aufbau der Provinz unterstützen. Denn Rom hatte große Pläne mit Germanien. 1993 entdecken Archäologen bei Waldgirmes im hessischen Lahntal eine römische Anlage aus der Zeit des Kaisers Augustus. Seitdem kommt bei der Ausgrabung eine Überraschung nach der anderen zutage. Der Archäologe Armin Becker leitet die Ausgrabung von Anfang an. Die bisherigen Forschungsergebnisse werfen ein ganz neues Licht auf die Germanienpolitik des römischen Imperiums. Schicht für Schicht untersucht er die Geheimnisse des lehmigen Bodens und macht so die entscheidende Entdeckung. Die ersten naturwissenschaftlichen Bodenerkundungen ließen zunächst auf ein weiteres Militärlager der augusteischen Zeit schließen. Die archäologischen Ausgrabungen erbrachten dann jedoch ein völlig abweichendes Bild. Die Besiedlung war gegliedert durch zwei Straßen. Entlang der Straßen war eine Bebauung aus Holzgebäuden, die den Straßen folgte und praktisch einen blockartigen Eindruck erweckte. Im Gegensatz zu Militärlagern, bei denen die Kasernen streifenförmig nebeneinander angeordnet sind. Waldgirmes ist eine rein zivile römische Stadtgründung, mitten im gerade eroberten Germanien. Für die Archäologen eine Sensation. Denn lange wurde eine solche Möglichkeit bezweifelt. Bis zum heutigen Tag ist dies die einzige römische Stadt, die rechts des Rheins gefunden wurde. Der antike Name der Stadt ist unbekannt. Aber die Forscher können aus den Befunden im Boden ihr Aussehen rekonstruieren. Die Stadt befand sich noch im Bau und war auf Wachstum ausgerichtet. Generationen von römischen Kaufleuten und Handwerkern sollten sich hier niederlassen. Es war eine Stadt nach römischem Vorbild und ein Schaufenster der römischen Zivilisation. Atriumhäuser mit Bädern und fließendem Wasser, blühende Gärten und ein Forum aus Stein. Warum betrieben die Römer im germanischen Barbarikum diesen Aufwand? Mit Waldgirmes haben wir das Paradebeispiel dafür, wie Rom in einem neu eroberten Gebiet daran ging, auch eine römische Provinz daraus zu machen. Zunächst einmal galt es ja, das Gebiet militärisch zu besetzen. Diese Phase war abgeschlossen. Und in der zweiten Phase fühlte sich Rom offensichtlich sicher genug, in diesem Gebiet nun auch eine Stadt zu gründen. Eine Stadt, die das deutliche Zeichen dafür ist, dass Rom hier seine Herrschaft auf Dauer errichten wollte. Doch der Fundort Waldgirmes gibt noch mehr Geheimnisse preis. Armin Becker und sein Grabungsteam dokumentieren alle Spuren im Boden für die spätere Auswertung. Dabei kommt ein Zeichengerät, ein sogenannter Pantograph, zum Einsatz. Mit seiner Hilfe lassen sich maßstabsgerechte Grundrisse von Brunnen, Häusern und Plätzen anfertigen. In diese Pläne tragen die Archäologen jeden einzelnen Fund ein, den sie auf dem Grabungsgelände gemacht haben. So erhalten sie ein Bild von den Hinterlassenschaften der Bewohner dieser Stadt.
Jeder noch so unscheinbare Fund im lehmigen Erdboden weckt die Aufmerksamkeit der Ausgräber. Selbst Scherben können Auskunft darüber geben, wer hier gelebt hat. Waren es nur römische Siedler oder wohnten auch Germanen in der neu gegründeten Stadt? Akribisch werden die Scherben im Magazin untersucht, um später einmal zusammengesetzt zu werden. Die Archäologin Gabriele Rasbach erkennt an der Bearbeitung der Keramik, ob es sich um römische oder germanische handelt. Anders als die Römer formten die Germanen ihre Keramik ohne Töpferscheibe. Es zeigt sich, dass fast jede siebte Scherbe aus germanischer Fertigung stammt. Auch Gegenstände aus Metall entdeckten die Forscher, wie diesen kleinen römischen Amboss. Doch Metallfunde bleiben die Ausnahme, anders als in den römischen Militärlagern in Germanien. Der Fundbestand von Waldgirmes zeichnet sich durch zwei Merkwürdigkeiten aus. Wir haben eine Pilumspitze, das heißt eine römische Waffe, im gesamten Fundbestand. Und dann gibt es die immer wiederkehrende Vermischung von römischer Keramik mit germanischer Keramik. Beides zeigt an, dass es in Waldgirmes ein friedliches Beisammensein von Römern und Germanen gegeben haben muss. Römisches Geschirr neben germanischen Gefäßen. Symbol der neuen Freundschaft. Bei der germanischen Oberschicht sind Luxuswaren aus Rom begehrte Statussymbole. Gegen fein gearbeitete Glasperlen und kunstvoll gestalteten Schmuck tauschen sie Nahrungsmittel. Besonders begehrt das blonde Haar der Germaninnen, zu Haarteilen verarbeitet, für modebewusste Damen in Rom. Die Funde von Waldgirmes bestätigen eine Aussage des römischen Chronisten Cassius Dio, die lange in Zweifel gezogen wurde. Die römischen Truppen gründeten Städte. Und die Barbaren passten sich an ihre Ordnung an. Sie gewöhnten sich an Märkte und trafen sich dort in friedlichen Versammlungen. Wir staunten über das Angebot der Waren, die es nie zuvor in Germanien gegeben hatte. Es war ein römischer Markt mitten in Germanien. Doch dann sahen wir Legionäre an der Seite eines römischen Steuereintreibers. Da, wo Rom seinen Untertanen etwas gab, forderte es auch von ihnen. Es entsprach den Verträgen. Germanien war jetzt römische Provinz. Frieden und Sicherheit hatten ihren Preis. Wer nicht zahlte, was der Kaiser forderte, musste mit der Strafe Roms rechnen. Doch Rom durfte unsere Landsleute nicht wie Unterworfene, nicht wie Sklaven behandeln. Wir kannten doch den Stolz der germanischen Stämme. Blühende Städte wie Waldgirmes sollten den Germanen die Vorzüge römischer Zivilisation vor Augen führen. Schon Tacitus erkannte: Durch den Bau von Forumsanlagen, von Häusern und Bädern sind die eben Unterworfenen zu Ruhe und Frieden verlockt worden. Im Jahr 2005 machen die Archäologen in Waldgirmes eine Entdeckung, die endlich die offene Frage nach dem genauen Jahr der Stadtgründung beantworten könnte. Sie stoßen auf das Fundament eines Brunnens aus Holz. Über 2000 Jahre hat es sich im Grundwasser erhalten. In einem Labor für Dendrochronologie, einer Methode zur Altersbestimmung, soll das Holz untersucht werden. Voller Spannung werden die Bohlen noch im feuchten Zustand für den Transport vorbereitet. Die alles entscheidende Frage lautet jetzt: Gibt es zu dem Holz ein Vergleichsmuster? Der Querschnitt eines Baumes zeigt die Wachstumsringe, die er jedes Jahr bildet. Diese Jahresringe haben bei allen Bäumen in derselben Region und aus derselben Zeit ein identisches Muster. Mit Kreide kann es gut sichtbar gemacht werden. Die Jahresringe der Brunnenhölzer aus Waldgirmes werden unter dem Mikroskop in einen Computer eingelesen.
Der Dendrochronologe Thorsten Westphal vergleicht sie mit den Jahresringmustern von Bäumen aus der gleichen Region, die eindeutig datierbar sind. Und tatsächlich, die Forscher haben Glück. Anhand eines Vergleichsstückes kann das Felldatum des Brunnenholzes bestimmt werden. Die Hölzer des Brunnens aus Waldgirmes sind eindeutig datierbar. Wir konnten feststellen, dass sie im Jahre 4 vor Christus gefällt wurden. Also wir haben ein exaktes Felddatum. Verbaut sind sie wohl im Jahr drauf. Das wird in der Regel so gemacht, dass man das fellfrische oder saftfrische Holz, wie man sagt, gleich im darauffolgenden Frühjahr verbaut, weil es sich leichter bearbeiten lässt. Zum anderen sind keine Trockenrisse in den Hölzern gefunden worden, die darauf hindeuten würden, dass es erst längere Zeit gelagert wurde. Ein überraschendes Ergebnis. Die zivile Römerstadt Waldgirmes wurde bereits im Jahr 4 vor Christus gegründet. Zu einer Zeit, wo anderswo in Germanien noch gekämpft wurde. Doch auf die Archäologen warten noch viele weitere Fragen. So fanden sie etwa 180 vergoldete Bronzeteile. Wozu gehörten sie? Die Archäologin Gabriele Rasbach ist dem Rätsel auf der Spur. Erste Erkenntnis: Alle Fragmente stammen von einer Statue, die offensichtlich mutwillig zerstört wurde. Die Bronzeteile waren über das ganze Grabungsgelände verstreut. Durch Vergleiche stellt die Archäologin fest, dass eines der Fragmente das Zaumzeug eines Pferdes bildete. Es handelte sich also um ein Reiterstandbild. Doch wen stellte es dar? Da die Römerstadt Waldgirmes zur Zeit des Kaisers Augustus gebaut wurde, kann auf dem Forum nur die vergoldete Reiterstatue des göttlichen Augustus gestanden haben. Die Statue zeigt den Kaiser als Symbol der neuen Ordnung. Für immer sollte Germanien zum Imperium gehören. Verantwortlich dafür war sein Statthalter, der lange Arm des Kaisers in der Provinz Germanien. Seit dem Jahr 7 nach Christus herrscht Varus als Statthalter in Germanien. Mit eiserner Hand baut er das unterworfene Land zur römischen Provinz aus. Der Chronist Paterculus beschreibt ihn als arroganten Machtmenschen. Für Varus sind die Germanen wilde Tiere, die mit Menschen nur Stimme und Körperbau gemein haben. Da man sie mit dem Schwert nicht habe unterwerfen können, müsse man sie nun mit dem römischen Recht zähmen. Seine Strafen waren willkürlich und maßlos. Er behandelte unsere Landsleute wie Unterworfene, nicht wie römische Untertanen. Arminius forderte Varus auf, Ehre und Stolz der Germanen nicht zu verletzen. Doch der Statthalter wies ihn zurecht. Er wisse genau, wie man mit Barbaren umzugehen habe. Arminius solle nicht vergessen, dass Augustus ihn zum Ritter gemacht habe und dass er ein Römer und kein Germane mehr sei. Arminius hatte bis zu diesem Augenblick an das Wohlwollen Roms gegenüber den Cheruskern geglaubt. Und an die römische Gerechtigkeit. Varus' Porträt prangt auf römischen Münzen. Er genießt hohes Ansehen in Rom. Varus hatte beste Beziehungen zum Kaiserhaus, ja auch verwandtschaftlicher Art, und war vorher in Syrien eingesetzt gewesen und hat es geschafft, in Syrien in der Provinz Ordnung zu schaffen und Ruhe zu schaffen. Natürlich mit den damals üblichen, auch brutalen Mitteln. Er ist da gewiss nicht zimperlich gewesen, aber er hat es geschafft und Syrien war eine schwierige Provinz damals gewesen. Nach dem Zusammentreffen mit Varus wollten wir endlich unsere Familien wiedersehen. Wie war es unserer Sippe unter römischer Herrschaft ergangen? Wir hofften, dass es ihnen gut ging, denn mittlerweile waren uns schreckliche Gerüchte zu Ohren gekommen. Zahlreiche Hinrichtungen in Germanien aus dieser Zeit sind überliefert. Varus ist bekannt für sein erbarmungsloses Durchgreifen. Schon als Statthalter von Syrien hatte er nach einem Aufstand mehrere tausend Menschen kreuzigen lassen.
Eine gefürchtete Strafe, bei der das Opfer langsam und qualvoll stirbt. Und eine letzte Demütigung, denn der Todeskampf findet vor aller Augen statt. Endlich kamen wir in unser Dorf. Doch es wurde ein trauriges Wiedersehen. Der Stammespriester war da. Er bereitete den Cherusker-Fürsten auf seine letzte Reise zu Wodan, unserem höchsten Gott, vor. Segimer, der Vater des Arminius, lag im Sterben. Er erzählte seinem Sohn von den Erniedrigungen, die die Cherusker unter der Herrschaft Roms erdulden mussten. Der Fürst bereute bitter, das Bündnis mit Rom eingegangen zu sein. Er fühlte sich verraten. Rom hatte seine Versprechen gebrochen. Segimer ließ seinen Sohn schwören, das Unrecht und die Unterdrückung nicht länger hinzunehmen. Von nun an sei Arminius an seiner Stelle für den Stamm und dessen Zukunft verantwortlich. Für Arminius war klar, als Fürst würde er das Erbe seines Vaters antreten und seinen letzten Willen erfüllen. Der Cherusker-Fürst hatte sich bis dahin als loyaler Verbündeter Roms gezeigt. Kein Sterblicher steht hinsichtlich der Treue über den Germanen, berichtet Tacitus. Doch Rom missachtet und verletzt das seit Generationen überlieferte Recht und Gesetz, die Sitten und die Moral der Germanen. Damit gehen die Machthaber zu weit. Arminius tritt das Vermächtnis seines Vaters an. Er kann nicht länger Freund und Verbündeter der Römer bleiben. Als Fürst der Cherusker wird er nun für die Unabhängigkeit seines Volkes kämpfen. Doch welche Chance hat er gegen die Militärmacht Rom? Wie kann die Freiheit Germaniens zurückgewonnen werden? Schon 20 Jahre zuvor hatten sich die Germanen lange und erbittert gegen die römischen Invasoren gewehrt. Vergeblich. Der Sarkophag eines Römers feiert den Sieg über die Barbaren des Nordens. Im Jahr 4 nach Christus ist Germanien endgültig erobert worden, nach einem verlustreichen Krieg. Ein Zeitzeuge berichtet. In einer Schlacht fielen so viele Römer und Barbaren, dass die Toten den Fluss in seinem Lauf hemmten. Die Germanen mussten sich zuletzt doch der römischen Kriegsmaschinerie ergeben. Wehe den Besiegten, hieß es in Rom. Offen hatte man den germanischen Kriegern gedroht: Für dich, Germanien, bleibt kein Recht auf Gnade. Barbar, du wirst mit deinem Tode büßen. Reliefsteine aus Moguntiacum, dem Legionslager Mainz, zeigen germanische Kriegsgefangene. In Rom jubelte man: Das wilde Germanien, wie die ganze Welt besiegt, hat sich mit gebeugtem Knie den Cäsaren zu unterwerfen. Das Münzkabinett des Bode-Museums in Berlin verwahrt römische Münzen, die den Sieg über die Germanen feiern. Germania capta. Germanien ist unterworfen, verkündete die kaiserliche Propaganda. Wie ging Rom mit den unterworfenen Stämmen um? Wenn ein Sieger von Germania capta spricht, dann betrachtet man den Besiegten als Beute. Das ist ein Umgang mit einer Provinz, wie er sehr lange von Rom aus betrieben wurde. Die Provinzen sicherten den römischen Wohlstand. Dass das den ausgebeuteten Provinzen nicht gefiel, äußerte sich in Aufständen. So sollte es auch in Germanien kommen. Im Jahre 9 nach Christus ist der Unmut über die Herrschaft Roms groß. Historiker gehen davon aus, dass sich Brukterer, Marser, Katten und Cherusker auf dem Ting trafen, einem geweihten Platz, um über einen Aufstand zu beraten. Bevor die Römer in ihr Land gekommen waren, waren viele Stämme untereinander erbitterte Feinde. Jetzt verbindet sie das gleiche Schicksal. Der Chronist Florus berichtet über den wachsenden Widerwillen der Germanen gegenüber der römischen Fremdherrschaft.
Sie fingen an, die Ausschweifung und den Stolz des Quinctilius Varus ebenso zu hassen wie seine Grausamkeit. Arminius versuchte, die Germanen zu überzeugen. Wer hätte noch nicht gemerkt, dass die Gesetze der Römer grausamer sind als Waffen? Es sei an der Zeit zu handeln, ehe die Schwerter der Germanen verrosten und ihre Pferde träge würden. Aber nicht alle folgen seinem Aufruf zum Aufstand. Segestes, ein anderer Fürst der Cherusker, arrangiert sich gut mit den neuen Herren. Die Stämme sind im Innern zerrissen. Tacitus überliefert, dass Arminius die Krieger vor die Wahl stellt. Wenn sie das Vaterland frei von römischer Herrschaft wollten, dann sollten sie ihm folgen. Er würde sie zu Ruhm und Freiheit führen. Segestes aber zu schändlicher Knechtschaft. Doch Segestes warnte, wir seien Varus und seinen Legionen hoffnungslos unterlegen. Ein Aufstand gegen Rom sei Selbstmord. Die Römer würden das Land verwüsten, uns töten und unsere Frauen und Kinder in die Sklaverei führen. Es sei besser, Freund der Römer zu sein als ihr Feind. Wir alle würden doch vom Wohlstand und Luxus der Römer profitieren. Aber die Stämme folgten Arminius. Der Steintanz von Beutin, eine Tinkstätte in der Nähe von Rostock. So könnte auch der Platz ausgesehen haben, an dem Arminius zum Aufstand gegen Rom aufrief. Freiheit oder Tod? Tacitus schildert, wie die Germanen dort über solche Fragen abstimmten. Alle Männer entscheiden gemeinsam über die bedeutenden Fragen des Stammes. Dabei kommt es mehr auf Überzeugungskraft als auf die Machtposition an. Missfällt ihnen ein Antrag, weisen sie ihn durch Murren zurück. Gefällt er ihnen aber, schlagen sie die Waffen aneinander. Warum folgte die Mehrheit der Stimme dem Aufruf des Arminius? Entscheidend ist aus meiner Sicht der Versuch, römische Rechtsprechung, Verwaltung und all diese Dinge auf den Stamm der Cherusker und die anderen germanischen Stämme zu übertragen. Das hätte innerhalb der Gesellschaft große Verwerfungen mit sich gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Arminius der Hauptgrund war. Das Bündnis der germanischen Stämme ist geschmiedet. Arminius weiß, nur mit List können die Germanen gegen die Supermacht Rom bestehen. Nur wenn Varus und seine Legionen in eine Falle gelockt werden, können die Germanenkrieger auf den Sieg hoffen. Die römischen Historiker berichten, dass Arminius ein enger Vertrauter des Statthalters war. Varus kommen Gerüchte über eine Verschwörung zu Ohren, an der auch Arminius beteiligt sein soll. Aber er missachtet die Warnungen. Tacitus überliefert: Varus verfiel dem Schicksal und der Macht des Arminius. Arminius berichtet Varus von einem Aufstand, der in einem entlegenen Gebiet Germaniens ausgebrochen sei. Er rät Varus, mit seinen Legionen dorthin zu ziehen und ihn im Keim zu ersticken. Und tatsächlich, es gelingt ihm, Varus zu überzeugen. War die Arglosigkeit des Varus so abwegig, wie Chronisten berichten? Warum sollte Varus in Arminius, dem römischen Ritter, einen Verräter sehen und nicht den Verbündeten? Er war auf Arminius angewiesen. Als Anführer der germanischen Hilfstruppen kannte er die germanische Seele und das Land am besten. Varus gibt den Befehl, die Armee in Marsch zu setzen, entsprechend dem Rat des Arminius. Der kühne Plan scheint aufzugehen. Später spottet der Historiker Paterculus: Varus hielt den Anschein des ihm entgegengebrachten Wohlwollens für verdient. Doch Sorglosigkeit ist der häufigste Beginn des Unglücks. Im Herbst des Jahres 9 nach Christus bricht Varus mit der 17., 18. und 19. Legion auf, um die angeblichen Unruhen niederzuschlagen. Drei Legionen, Hilfstruppen und der Tross, bis zu 30.000 Menschen lässt Varus wie bei einem Zug durch befreundetes Land marschieren. Er verzichtet auf Aufklärung und Flankenschutz. Bisher lief alles nach Plan.
Als Vorhut führten wir die Armee in ein dichtes Waldgebiet. Unbekanntes Terrain für die Römer. Wir hofften, dass Varus nicht doch noch misstrauisch werden würde. Würde er uns auf dem schmalen Weg folgen? Denn in einer offenen Feldschlacht hätten wir keine Chance gegen die technisch und taktisch überlegenen Truppen. Beim Übergang in den schmalen Waldweg löst sich die disziplinierte Ordnung der Marschkolonnen auf. Und Ordnung ist die stärkste Waffe der Römer. Arglos folgen Varus und seine Legionen Arminius immer tiefer in das schwer passierbare Waldgebiet. Arminius hat die Römer jetzt da, wo er sie haben will. Die römische Armee ist nun von allen Rückzugslinien abgeschnitten. Im Wald wird die Marschkolonne der Legionen weit auseinandergezogen. Ein kilometerlanger Lindwurm. Bei einem Angriff in die Flanken ist es den Römern nicht mehr möglich, ihre Schlachtordnung einzunehmen. Es kam uns zugute, dass wir lange Jahre in der römischen Armee gedient hatten. Wir wussten, bei einem Angriff aus dem Hinterhalt waren die Legionen des Varus verloren. Die Germanen warteten in den Wäldern auf das Zeichen zum Angriff. Die Falle konnte zuschnappen. Der Chronist Cassius Dio überliefert den Ablauf der Schlacht. Da erschienen die vermeintlichen Untertanen plötzlich als Feinde und sie richteten furchtbares Unheil an. Anfangs warfen sie aus der Ferne ihre Speere. Dann aber, als viele Römer schon verwundet waren, gingen sie zum Nahkampf über. Nichts war blutiger als jene Katastrophe in den Sümpfen und Wäldern Germaniens. Keiner der Römer durfte mit Gnade rechnen. Es ging um unsere Freiheit. Doch Arminius war in Gefahr. Als sein Freund und Leibwächter schützte ich sein Leben. Paterculus überliefert: Eingeschlossen in Wälder und Sümpfe wurden die Römer Mann für Mann abgeschlachtet. Und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits stets wie Vieh abgeschlachtet hatten. Die Wälder Germaniens wurden mit dem Blut dreier Legionen getränkt. Überliefert Tacitus. Nahezu 20.000 römische Elitesoldaten bleiben auf dem Schlachtfeld. Disziplinierte und kampferfahrene Männer der mächtigsten Streitmacht der Antike. Die Folgen sind für Rom unabsehbar. Nicht nur der Verlust der Provinz Germanien droht, auch Gallien und selbst Rom sind gefährdet. Denn nach der Vernichtung der Legionen stehen den Germanen die Grenzen zum Imperium offen. Über das Ende des Statthalters heißt es in Rom: Varus hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Als Statthalter und Oberbefehlshaber trägt Varus die alleinige Verantwortung für die nicht wieder gut zu machende Schmach. Seit Jahrhunderten beschäftigt die Suche nach dem Schlachtfeld Gelehrte, Archäologen und Heimatforscher. An über 700 Orten suchten sie nach den Spuren des Kampfes, der später als Schlacht im Teutoburger Wald berühmt wurde. Doch dann, 1987, finden Archäologen in Kalkriese bei Osnabrück das bislang einzige antike Schlachtfeld der Welt. Es ist aus der Zeit des Augustus. Ist dies der legendäre Ort der Varusschlacht? Die Archäologen entdecken hier fast 2000 Objekte, die Hinterlassenschaft einer ganzen Armee. Die Fundstücke waren über 10 Kilometer verstreut.
Ein Beleg dafür, dass die Armee auf dem Marsch angegriffen wurde. Der auffälligste Fund, eine römische Reitermaske. Kämpfte der Soldat auf der Seite Roms oder gehörte er zu den Aufständischen? Sicher ist nur, dass die Maske unter einem Erdwall verschüttet wurde. So blieb sie den Germanen verborgen, die nach der Schlacht alles mitnehmen, was von Wert ist. Vor allem Metall ist begehrt, Rüstungen und Waffen. Aber auch Kostbares aus dem Privatbesitz der Römer fällt in ihre Hände. Wie der legendäre Silberschatz von Hildesheim. Ein prunkvolles römisches Tafelgeschirr aus der Zeit des Kaisers Augustus. Vermutlich gehörte es einem römischen Offizier der Varus-Legionen und wurde Beute eines siegreichen Germanen. Die Schlacht war zu Ende. Doch das Blutvergießen war nicht vorbei. Nach Jahren der Unterdrückung, der Ausbeutung und Demütigung entlud sich der Hass. Unsere Priester opferten römische Gefangene unseren Göttern. Wir feierten Arminius, unseren Feldherrn. Als Anführer war er jetzt unumstritten. Niemals mehr, so verkündete er, wird ein Statthalter Germanen demütigen. Niemals mehr wird Rom über Germanien herrschen. Endlich sind wir frei. Die germanischen Stämme waren sich einig. Arminius sollte sie in die Zukunft führen. In Rom trifft indessen ein Bote aus Germanien ein. Für Kaiser Augustus steht viel auf dem Spiel. Er hat das Kaisertum begründet und muss nun die Alleinherrschaft durch Erfolge legitimieren. Der Kaiser rühmt sich, das Imperium bis an die Elbe und das Nordmeer erweitert zu haben. Doch die Botschaft aus Germanien macht seine Hoffnungen zunichte. In Wut und Verzweiflung, so ist überliefert, ruft er aus: Quinctilius Varus, gib die Legionen zurück! Doch keiner der römischen Soldaten kehrt zurück. Alles, was ihren Familien bleibt, ist ein Stein für ein leeres Grab. Wie für den römischen Hauptmann Caelius, gedient in der 18. Legion, gefallen im Krieg des Varus. Lange war dieser Grabstein das einzige archäologische Zeugnis der römischen Katastrophe, die heute den Namen des Verlierers trägt. Die Varusschlacht. Generell wird man Varus nicht als einen unfähigen Mann bezeichnen können. Man hat ihn zum Sündenbock gemacht, weil man einen Sündenbock brauchte. Man konnte niemand anderen zum Sündenbock stempeln, außer demjenigen, der tot war. Nach der verheerenden Niederlage fallen römische Legionen zu Rachefeldzügen in Germanien ein. 6 Jahre nach der Varusschlacht entdecken sie den Schauplatz des Kampfes. In den Bäumen hängen noch die Skelette der Toten. Schmachvoll für den Anblick und die Erinnerungen, notiert Tacitus. Die Soldaten finden Altäre, auf denen römische Kriegsgefangene geopfert wurden. Tacitus berichtet auch von bleichenden Gebeinen, die in Haufen oder einzeln auf dem Boden liegen. Niemand wusste, ob er seine Angehörigen oder Unbekannte begrub. Alle waren wie Vertraute und Verwandte. Fund für Fund sind die Forscher dem Geheimnis von Karl Griese auf der Spur. Auf dem Schlachtfeld stießen sie auch auf Gruben mit Menschenknochen. Sind dies die Gebeine der bestatteten Römer, von denen Tacitus berichtet? An der Universität Göttingen geht Birgit Großkopf dieser Frage nach. Die Größe und Form der Beckenknochen geben Aufschluss über das Geschlecht der Toten. Das Ergebnis ist eindeutig.
In den Gruben waren ausschließlich Gebeine von Männern beerdigt. In welchem Alter starben sie? Hilfreich für die Bestimmung sind die Zähne der Toten. Je abgenutzter sie sind, desto höher ist das Alter. Auch hier sind die Ergebnisse eindeutig. Alle Männer starben zwischen 20 und 40 Jahren, dem Alter aktiver Legionäre. Die Analyse der Knochen und der Zähne bestätigen die Vermutung der Forscher. In Kalkriese liegen die Gebeine römischer Legionäre. Doch sind es die Opfer einer Schlacht? Welche Indizien gibt es noch? Dann gibt es auch noch deutliche Hinweise auf ein Kampfgeschehen. Also das heißt auch ein Hinweis auf eine mögliche Schlacht. Und zwar gibt es hier zum Beispiel eine Hiebverletzung. Da ist also von hinten der Hieb erfolgt und hat hier ein großes Stück der Schädelkalotte herausgeschlagen. Die Knochen wurden in einer Grube gefunden, die mit Kalkstein ausgekleidet war. Sorgsam waren die Schädel und Gebeine in dem Massengrab aufgeschichtet. Für die Forscher ist dies ein Hinweis auf eine pietätvolle Bestattung. Waren es Römer, die ihre gefallenen Kameraden in Kalkriese bestatteten? 6 Jahre nach der Schlacht? So wie Tacitus berichtet? Wenn ja, dann müsste man an den Knochen auch feststellen können, dass sie erst längere Zeit auf dem Schlachtfeld lagen, ehe sie unter die Erde kamen. Auch dieser Fährte geht Birgit Großkopf nach. Ihre Ergebnisse lassen keinen Zweifel. Trockenrisse und Nagespuren von Tieren belegen, dass die Knochen tatsächlich einige Jahre im Freien lagen. Ist die Suche nach dem Ort der Varusschlacht zu Ende? All diese Erkenntnisse können kein Zufall sein, glauben die Forscher. Für sie hat die Schlacht tatsächlich in Kalkriese stattgefunden. Nach der Varusschlacht zieht das Imperium alle Legionen aus Germanien ab. Die Weisung des Kaisers hat Tacitus überliefert. Man kann die Cherusker und die anderen rebellischen Stämme nun, da Rom Rache genommen hat, getrost ihren inneren Zwistigkeiten überlassen. Was geschah mit der Römerstadt bei Waldgirmes, dem Aushängeschild der Zivilisation? Der Grabungsleiter Armin Becker versucht herauszufinden, wann und wie die Stadt unterging. In den Bodenschnitten findet er eine deutlich dunkel verfärbte Schicht. Es ist Asche, ein Zeugnis der Zerstörung. Die Stadt muss also niedergebrannt worden sein. Aus einer Kette von Indizien folgert Armin Becker, dass die römischen Einwohner Waldgirmes nach der Varusschlacht räumten, um sich auf das sichere Reichsgebiet zurückzuziehen. Sie legten selbst ihre Stadt in Schutt und Asche. Nichts sollte den Germanen in die Hände fallen. Hätte Augustus doch nicht so viel daran gelegen, auch Germanien zu besiegen. Es wurde mit mehr Schande verloren als mit Ruhm gewonnen. Klagt der römische Autor Florus über das Ende des Traums vom römischen Germanien. Im Jahr 16 nach Christus zieht Rom sich zurück. Städte wie Waldgirmes und Legionslager wie Haltern werden niedergebrannt. Eine einzige Schlacht änderte den Lauf der Geschichte. Das gesamte Gebiet blieb frei von römischer Herrschaft. Und dort konnte sich dann eine germanische Konstellation ergeben, die 300 Jahre später dann tatsächlich zu einem großen Vordringen der Germanen geführt hat. Und das ist für Europas Geschichte eine einschneidende Sache, die 16 nach Christus erfolgt ist. Arminius wird im 19. Jahrhundert von nationalgesinnten Deutschen mit dem pompösen Hermannsdenkmal gefeiert. Historisch unstrittig ist, dass er die Romanisierung der Germanen dauerhaft verhinderte. Tacitus schreibt über Arminius: Er war unstreitig der Befreier Germaniens. Noch heute besingt man ihn bei den barbarischen Völkern. Nach dem Sieg über Rom brachen die alten Rivalitäten unter den Stämmen wieder auf.
Als König der Germanen wollte Arminius seine Macht und seinen Ruhm mehren und die verfehdeten Stämme einen. Indem Arminius sich zum Alleinherrscher macht, bricht er nun mit der alten germanischen Ordnung. Sein ehrgeiziges Machtstreben wird ihn zu Fall bringen, wie Tacitus erklärt. Arminius, der nach der Königsherrschaft trachtete, hatte den Freiheitssinn der Volksgenossen gegen sich. Einige Stammesführer weigerten sich jedoch, sich den Befehlen des Arminius unterzuordnen und verwiesen auf germanische Sitten. Doch Arminius forderte bedingungslosen Gehorsam. Ein Blutsverwandter wurde zu seinem Mörder. Diesmal konnte ich das Leben meines Freundes nicht schützen. Arminius starb mit 37 Jahren. Unter seiner Führung hatten die Germanen den entscheidenden Sieg errungen. Auch in Zukunft bleiben sie eine ständige Gefahr für Rom. Akribisch werden die Scherben im Magazin untersucht, um später einmal zusammengesetzt zu werden. Die Archäologin Gabriele Rasbach erkennt an der Bearbeitung der Keramik, ob es sich um römische oder germanische handelt. Anders als die Römer formten die Germanen ihre Keramik ohne Töpferscheibe. Es zeigt sich, dass fast jede siebte Scherbe aus germanischer Fertigung stammt. Auch Gegenstände aus Metall entdeckten die Forscher, wie diesen kleinen römischen Amboss. Doch Metallfunde bleiben die Ausnahme, anders als in den römischen Militärlagern in Germanien. Der Fundbestand von Waldgirmes zeichnet sich durch zwei Merkwürdigkeiten aus. Wir haben eine Pilumspitze, das heißt eine römische Waffe, im gesamten Fundbestand. Und dann gibt es die immer wiederkehrende Vermischung von römischer Keramik mit germanischer Keramik. Beides zeigt an, dass es in Waldgirmes ein friedliches Beisammensein von Römern und Germanen gegeben haben muss. Römisches Geschirr neben germanischen Gefäßen. Symbol der neuen Freundschaft. Bei der germanischen Oberschicht sind Luxuswaren aus Rom begehrte Statussymbole. Gegen fein gearbeitete Glasperlen und kunstvoll gestalteten Schmuck tauschen sie Nahrungsmittel. Besonders begehrt das blonde Haar der Germaninnen, zu Haarteilen verarbeitet, für modebewusste Damen in Rom. Die Funde von Waldgirmes bestätigen eine Aussage des römischen Chronisten Cassius Dio, die lange in Zweifel gezogen wurde. Die römischen Truppen gründeten Städte und die Barbaren passten sich an ihre Ordnung an. Sie gewöhnten sich an Märkte und trafen sich dort in friedlichen Versammlungen. Wir staunten über das Angebot der Waren, die es nie zuvor in Germanien gegeben hatte. Es war ein römischer Markt mitten in Germanien. Doch dann sahen wir Legionäre an der Seite eines römischen Steuereintreibers. Da, wo Rom seinen Untertanen etwas gab, forderte es auch von ihnen. Es entsprach den Verträgen. Germanien war jetzt römische Provinz. Frieden und Sicherheit hatten ihren Preis. Wer nicht zahlte, was der Kaiser forderte, musste mit der Strafe Roms rechnen. Ja.
Doch Rom durfte unsere Landsleute nicht wie Unterworfene, nicht wie Sklaven behandeln, unserem höchsten Gott vor. Segimer, der Vater des Arminius, lag im Sterben. Er erzählte seinem Sohn von den Erniedrigungen, die die Cherusker unter der Herrschaft Roms erdulden mussten. Der Fürst bereute bitter, das Bündnis mit Rom eingegangen zu sein. Er fühlte sich verraten. Rom hatte seine Versprechen gebrochen. Segimer ließ seinen Sohn schwören, das Unrecht und die Unterdrückung nicht länger hinzunehmen. Von nun an sei Arminius an seiner Stelle für den Stamm und dessen Zukunft verantwortlich. Für Arminius war klar, als Fürst würde er das Erbe seines Vaters antreten und seinen letzten Willen erfüllen. Der Cheruskerfürst hatte sich bis dahin als loyaler Verbündeter Roms gezeigt. Kein Sterblicher steht hinsichtlich der Treue über den Germanen, berichtet Tacitus. Doch Rom missachtet und verletzt das seit Generationen überlieferte Recht und Gesetz, die Sitten und die Moral der Germanen. Damit gehen die Machthaber zu weit. Arminius tritt das Vermächtnis seines Vaters an. Er kann nicht länger Freund und Verbündeter der Römer bleiben. Als Fürst der Cherusker wird er nun für die Unabhängigkeit seines Volkes kämpfen. Doch welche Chance hat er gegen die Militärmacht Rom? Wie kann die Freiheit Germaniens zurückgewonnen werden? Schon 20 Jahre zuvor hatten sich die Germanen lange und erbittert gegen die römischen Invasoren gewehrt. Vergeblich. Der Sarkophag eines Römers feiert den Sieg über die Barbaren des Nordens. Im Jahr 4 nach Christus ist Germanien endgültig erobert worden, nach einem verlustreichen Krieg. Ein Zeitzeuge berichtet: In einer Schlacht fielen so viele Römer und Barbaren, dass die Toten den Fluss in seinem Lauf hemmten. Die Germanen mussten sich zuletzt doch der römischen Kriegsmaschinerie ergeben. Wehe den Besiegten, hieß es in Rom. Offen hatte man den germanischen Kriegern gedroht: Für dich, Germanien, bleibt kein Recht auf Gnade. Barbar, du wirst mit deinem Tode büßen. Reliefsteine aus Moguntiacum, dem Legionslager Mainz, zeigen germanische Kriegsgefangene. In Rom jubelte man: Das wilde Germanien, wie die ganze Welt besiegt, hat sich mit gebeugtem Knie den Cäsaren zu unterwerfen. Historiker gehen davon aus, dass sich Brukterer, Marser, Katten und Cherusker auf dem Ting trafen, einem geweihten Platz, um über einen Aufstand zu beraten. Bevor die Römer in ihr Land gekommen waren, waren viele Stämme untereinander erbitterte Feinde. Jetzt verbindet sie das gleiche Schicksal. Der Chronist Florus berichtet über den wachsenden Widerwillen der Germanen gegenüber der römischen Fremdherrschaft. Sie fingen an, die Ausschweifung und den Stolz des Quinctilius Varus ebenso zu hassen wie seine Grausamkeit. Arminius versuchte, die Germanen zu überzeugen. Wer hätte noch nicht gemerkt, dass die Gesetze der Römer grausamer sind als Waffen? Es sei an der Zeit zu handeln, ehe die Schwerter der Germanen verrosten und ihre Pferde träge würden. Aber nicht alle folgen seinem Aufruf zum Aufstand. Segestes, ein anderer Fürst der Cherusker, arrangiert sich gut mit den neuen Herren. Die Stämme sind im Innern zerrissen. Tacitus überliefert, dass Arminius die Krieger vor die Wahl stellt. Wenn sie das Vaterland frei von römischer Herrschaft wollten, dann sollten sie ihm folgen. Er würde sie zu Ruhm und Freiheit führen. Segestes aber zu schändlicher Knechtschaft. Doch Segestes warnte: Wir seien Varus und seinen Legionen hoffnungslos unterlegen. Ein Aufstand gegen Rom sei Selbstmord. Die Römer würden das Land verwüsten, uns töten und unsere Frauen und Kinder in die Sklaverei führen. Es sei besser, Freund der Römer zu sein als ihr Feind. Wir alle würden doch vom Wohlstand und Luxus der Römer profitieren. Aber die Stämme folgten Arminius.
Der Steintanz von Beutin, eine Tinkstätte in der Nähe von Rostock. So könnte auch der Platz ausgesehen haben, an dem Arminius zum Aufstand gegen Rom aufrief. Freiheit oder Tod? Tacitus schildert, wie die Germanen dort über solche Fragen abstimmten. Alle Männer entscheiden gemeinsam über die bedeutenden Fragen des Stammes. Dabei kommt es mehr auf Überzeugungskraft als auf die Machtposition an. Missfällt ihnen ein Antrag, weisen sie ihn durch Murren zurück. Gefällt er ihnen aber, schlagen sie die Waffen aneinander. Warum folgte die Mehrheit der Stimme dem Aufruf des Arminius? Entscheidend ist aus meiner Sicht der Versuch, römische Rechtsprechung, Verwaltung und all diese Dinge auf den Stamm der Cherusker und die anderen germanischen Stämme zu übertragen. Das hätte innerhalb der Gesellschaft... Nach der Varusschlacht zieht das Imperium alle Legionen aus Germanien ab. Die Weisung des Kaisers hat Tacitus überliefert. Man kann die Cherusker und die anderen rebellischen Stämme nun, da Rom Rache genommen hat, getrost ihren inneren Zwistigkeiten überlassen. Was geschah mit der Römerstadt bei Waldgirmes, dem Aushängeschild der Zivilisation? Der Grabungsleiter Armin Becker versucht herauszufinden, wann und wie die Stadt unterging. In den Bodenschnitten findet er eine deutlich dunkel verfärbte Schicht. Es ist Asche, ein Zeugnis der Zerstörung. Die Stadt muss also niedergebrannt worden sein. Aus einer Kette von Indizien folgert Armin Becker, dass die römischen Einwohner Waldgirmes nach der Varusschlacht räumten, um sich auf das sichere Reichsgebiet zurückzuziehen. Sie legten selbst ihre Stadt in Schutt und Asche. Nichts sollte den Germanen in die Hände fallen. Hätte Augustus doch nicht so viel daran gelegen, auch Germanien zu besiegen. Es wurde mit mehr Schande verloren als mit Ruhm gewonnen. Klagt der römische Autor Florus über das Ende des Traums vom römischen Germanien. Im Jahr 16 nach Christus zieht Rom sich zurück. Städte wie Waldgirmes und Legionslager wie Haltern werden niedergebrannt. Eine einzige Schlacht änderte den Lauf der Geschichte. Das gesamte Gebiet blieb frei von römischer Herrschaft. Und dort konnte sich dann eine germanische Konstellation ergeben, die 300 Jahre später dann tatsächlich zu einem großen Vordringen der Germanen geführt hat. Und das ist für Europas Geschichte eine einschneidende Sache, die 16 nach Christus erfolgt ist. Arminius wird im 19. Jahrhundert von nationalgesinnten Deutschen mit dem pompösen Hermannsdenkmal gefeiert. Historisch unstrittig ist, dass er die Romanisierung der Germanen dauerhaft verhinderte. Tacitus schreibt über Arminius: Er war unstreitig der Befreier Germaniens. Noch heute besingt man ihn bei den barbarischen Völkern. Nach dem Sieg über Rom brachen die alten Rivalitäten unter den Stämmen wieder auf. Als König der Germanen wollte Arminius seine Macht und seinen Ruhm mehren und die verfehdeten Stämme ein. Bei einem Angriff in die Flanken ist es den Römern nicht mehr möglich, ihre Schlachtordnung einzunehmen. Es kam uns zugute, dass wir lange Jahre in der römischen Armee gedient hatten. Wir wussten, bei einem Angriff aus dem Hinterhalt waren die Legionen des Varus verloren. Die Germanen warteten in den Wäldern auf das Zeichen zum Angriff. Die Falle konnte zuschnappen. Der Chronist Cassius Dio überliefert den Ablauf der Schlacht. Da erschienen die vermeintlichen Untertanen plötzlich als Feinde und sie richteten furchtbares Unheil an.
Anfangs warfen sie aus der Ferne ihre Speere. Dann aber, als viele Römer schon verwundet waren, gingen sie zum Nahkampf über. Nichts war blutiger als jene Katastrophe in den Sümpfen und Wäldern Germaniens. Keiner der Römer durfte mit Gnade rechnen. Es ging um unsere Freiheit. Doch Arminius war in Gefahr. Als sein Freund und Leibwächter schützte ich sein Leben. Paterculus überliefert. Eingeschlossen in Wälder und Sümpfe wurden die Römer Mann für Mann abgeschlachtet. Und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits stets wie Vieh abgeschlachtet hatten. Die Wälder Germaniens wurden mit dem Blut dreier Legionen getränkt. Überliefert Tacitus. Nahezu 20.000 römische Elitesoldaten bleiben auf dem Schlachtfeld. Disziplinierte und kampferfahrene Männer der mächtigsten Streitmacht der Antike. Die Folgen sind für Rom unabsehbar. Nicht nur der Verlust der Provinz Germanien droht. Auch Gallien und selbst Rom sind gefährdet. Denn nach der Vernichtung der Legionen stehen den Germanen die Grenzen zum Imperium offen. Über das Ende des Statthalters heißt es in Rom: Varus hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Als Statthalter und Oberbefehlshaber trägt Varus die alleinige Verantwortung. Segimer ließ seinen Sohn schwören, das Unrecht und die Unterdrückung nicht länger hinzunehmen. Von nun an sei Arminius an seiner Stelle für den Stamm und dessen Zukunft verantwortlich. Für Arminius war klar, als Fürst würde er das Erbe seines Vaters antreten und seinen letzten Willen erfüllen. Der Cheruskerfürst hatte sich bis dahin als loyaler Verbündeter Roms gezeigt. Kein Sterblicher steht hinsichtlich der Treue über den Germanen, berichtet Tacitus. Doch Rom missachtet und verletzt das seit Generationen überlieferte Recht und Gesetz, die Sitten und die Moral der Germanen. Damit gehen die Machthaber zu weit. Arminius tritt das Vermächtnis seines Vaters an. Er kann nicht länger Freund und Verbündeter der Römer bleiben. Als Fürst der Cherusker wird er nun für die Unabhängigkeit seines Volkes kämpfen. Doch welche Chance hat er gegen die Militärmacht Rom? Wie kann die Freiheit Germaniens zurückgewonnen werden? Schon 20 Jahre zuvor hatten sich die Germanen lange und erbittert gegen die römischen Invasoren gewehrt. Vergeblich. Der Sarkophag eines Römers feiert den Sieg über die Barbaren des Nordens. Im Jahr 4 nach Christus ist Germanien endgültig erobert worden, nach einem verlustreichen Krieg. Ein Zeitzeuge berichtet: In einer Schlacht fielen so viele Römer und Barbaren, dass die Toten den Fluss in seinem Lauf hemmten. Die Germanen mussten sich zuletzt doch der römischen Kriegsmaschinerie ergeben. Wehe den Besiegten, hieß es in Rom. Offen hatte man den germanischen Kriegern gedroht: Für dich, Germanien, bleibt kein Recht auf Gnade. Barbar, du wirst mit deinem Tode büßen. Reliefsteine aus Moguntiacum, dem Legionslager Mainz, zeigen germanische Kriegsgefangene. In Rom jubelte man: Das wilde Germanien, wie die ganze Welt besiegt, hat sich mit gebeugtem Knie den Cäsaren zu unterwerfen. Da
Das Münzkabinett des Bode-Museums in Berlin verwahrt römische Münzen, die den Sieg über die Germanen feiern. Germania, Weisung des Kaisers, hat Tacitus überliefert. Man kann die Cherusker und die anderen rebellischen Stämme nun, da Rom Rache genommen hat, getrost ihren inneren Zwistigkeiten überlassen. Was geschah mit der Römerstadt bei Waldgirmes, dem Aushängeschild der Zivilisation? Der Grabungsleiter Armin Becker versucht herauszufinden, wann und wie die Stadt unterging. In den Bodenschnitten findet er eine deutlich dunkel verfärbte Schicht. Es ist Asche, ein Zeugnis der Zerstörung. Die Stadt muss also niedergebrannt worden sein. Aus einer Kette von Indizien folgert Armin Becker, dass die römischen Einwohner Waldgirmes nach der Varusschlacht räumten, um sich auf das sichere Reichsgebiet zurückzuziehen. Sie legten selbst ihre Stadt in Schutt und Asche. Nichts sollte den Germanen in die Hände fallen. Hätte Augustus doch nicht so viel daran gelegen, auch Germanien zu besiegen. Es wurde mit mehr Schande verloren als mit Ruhm gewonnen. Klagt der römische Autor Florus über das Ende des Traums vom römischen Germanien. Im Jahr 16 nach Christus zieht Rom sich zurück. Städte wie Waldgirmes und Legionslager wie Haltern werden niedergebrannt. Eine einzige Schlacht änderte den Lauf der Geschichte. Das gesamte Gebiet blieb frei von römischer Herrschaft. Und dort konnte sich dann eine germanische Konstellation ergeben, die 300 Jahre später dann tatsächlich zu einem großen Vordringen der Germanen geführt hat. Und das ist für Europas Geschichte eine einschneidende Sache, die 16 nach Christus erfolgt ist. Arminius wird im 19. Jahrhundert von nationalgesinnten Deutschen mit dem pompösen Hermannsdenkmal gefeiert. Historisch unstrittig ist, dass er die Romanisierung der Germanen dauerhaft verhinderte. Tacitus schreibt über Arminius: Er war unstreitig der Befreier Germaniens. Noch heute besingt man ihn bei den barbarischen Völkern. Nach dem Sieg über Rom brachen die alten Rivalitäten unter den Stämmen wieder auf. Als König der Germanen wollte Arminius seine Macht und seinen Ruhm mehren und die verfehdeten Stämme einen. Indem Arminius sich zum Alleinherrscher macht, bricht er nun. Bach ist dem Rätsel auf der Spur. Erste Erkenntnis: Alle Fragmente stammen von einer Statue, die offensichtlich mutwillig zerstört wurde. Die Bronzeteile waren über das ganze Grabungsgelände verstreut. Durch Vergleiche stellt die Archäologin fest, dass eines der Fragmente das Zaumzeug eines Pferdes bildete. Es handelte sich also um ein Reiterstandbild. Doch wen stellte es dar? Da die Römerstadt Waldgirmes zur Zeit des Kaisers Augustus gebaut wurde, kann auf dem Forum nur die vergoldete Reiterstatue des göttlichen Augustus gestanden haben. Die Statue zeigt den Kaiser als Symbol der neuen Ordnung. Für immer sollte Germanien zum Imperium gehören. Verantwortlich dafür war sein Statthalter, der lange Arm des Kaisers in der Provinz Germanien. Seit dem Jahr 7 nach Christus herrscht Varus als Statthalter in Germanien. Mit eiserner Hand baut er das unterworfene Land zur römischen Provinz aus. Der Chronist Paterculus beschreibt ihn als arroganten Machtmenschen. Für Varus sind die Germanen wilde Tiere, die mit Menschen nur Stimme und Körperbau gemein haben. Da man sie mit dem Schwert nicht habe unterwerfen können, müsse man sie nun mit dem römischen Recht zähmen. Seine Strafen waren willkürlich und maßlos. Er behandelte unsere Landsleute wie Unterworfene, nicht wie römische Untertanen. Arminius forderte Varus auf, Ehre und Stolz der Germanen nicht zu verletzen.
Doch der Statthalter wies ihn zurecht. Er wisse genau, wie man mit Barbaren umzugehen habe. Arminius solle nicht vergessen, dass Augustus ihn zum Ritter gemacht habe und dass er ein Römer und kein Germane mehr sei. Arminius hatte bis zu diesem Augenblick an das Wohlwollen Roms gegenüber den Cheruskern geglaubt. Und an die römische Gerechtigkeit. Varus' Porträt prangt auf römischen Münzen. Er genießt hohes Ansehen in Rom. Varus hatte beste Beziehungen zum Kaiserhaus, ja auch verwandtschaftlicher Art, und war vorher in Syrien eingesetzt gewesen und hat es geschafft, in Syrien in der Provinz Ordnung zu schaffen und Ruhe zu schaffen. Natürlich mit den damals üblichen, auch brutalen Mitteln. Er ist da gewiss nicht zimperlich gewesen, aber er hat es geschafft und Syrien war eine schwierige Provinz damals gewesen. Nach dem Zusammentreffen mit Varus wollten wir endlich unsere Familien wiedersehen. Jahren der Unterdrückung, der Ausbeutung und Demütigung entlud sich der Hass. Unsere Priester opferten römische Gefangene unseren Göttern. Wir feierten Arminius, unseren Feldherrn. Als Anführer war er jetzt unumstritten. Niemals mehr, so verkündete er, wird ein Statthalter Germanen demütigen. Niemals mehr wird Rom über Germanien herrschen. Endlich sind wir frei. Die germanischen Stämme waren sich einig. Arminius sollte sie in die Zukunft führen. In Rom trifft indessen ein Bote aus Germanien ein. Für Kaiser Augustus steht viel auf dem Spiel. Er hat das Kaisertum begründet und muss nun die Alleinherrschaft durch Erfolge legitimieren. Der Kaiser rühmt sich, das Imperium bis an die Elbe und das Nordmeer erweitert zu haben. Doch die Botschaft aus Germanien macht seine Hoffnungen zunichte. In Wut und Verzweiflung, so ist überliefert, ruft er aus: Quinctilius Varus, gib die Legionen zurück! Doch keiner der römischen Soldaten kehrt zurück. Alles, was ihren Familien bleibt, ist ein Stein für ein leeres Grab. Wie für den römischen Hauptmann Caelius, gedient in der 18. Legion, gefallen im Krieg des Varus. Lange war dieser Grabstein das einzige archäologische Zeugnis der römischen Katastrophe, die heute den Namen des Verlierers trägt. Die Varusschlacht. Generell wird man Varus nicht als einen unfähigen Mann bezeichnen können. Man hat ihn zum Sündenbock gemacht, weil man einen Sündenbock brauchte. Man konnte niemand anderen zum Sündenbock stempeln, außer demjenigen, der tot war. Nach der verheerenden Niederlage fallen römische Legionen zu Rachefeldzügen in Germanien ein. 6 Jahre nach der Varusschlacht entdecken sie den Schauplatz des Kampfes. In den Bäumen hängen noch die Skelette der Toten. Schmachvoll für den Anblick und die Erinnerungen, notiert Tacitus. Die Soldaten finden Altäre, auf denen römische Kriegsgefangene geopfert wurden. Tacitus berichtet auch von bleichenden Gebeinen, die in Haufen oder einzeln auf dem Boden liegen. Das Bündnis der germanischen Stämme ist geschmiedet. Arminius weiß, nur mit List können die Germanen gegen die Supermacht Rom bestehen. Nur wenn Varus und seine Legionen in eine Falle gelockt werden, können die Germanenkrieger auf den Sieg hoffen. Die römischen Historiker berichten, dass Arminius ein enger Vertrauter des Statthalters war. Varus kommen Gerüchte über eine Verschwörung zu Ohren, an der auch Arminius beteiligt sein soll. Aber er missachtet die Warnungen. Tacitus überliefert: Varus verfiel dem Schicksal und der Macht des Arminius.
Arminius berichtet Varus von einem Aufstand, der in einem entlegenen Gebiet Germaniens ausgebrochen sei. Er rät Varus, mit seinen Legionen dorthin zu ziehen und ihn im Keim zu ersticken. Und tatsächlich, es gelingt ihm, Varus zu überzeugen. War die Arglosigkeit des Varus so abwegig, wie Chronisten berichten? Warum sollte Varus in Arminius, dem römischen Ritter, einen Verräter sehen und nicht den Verbündeten? Er war auf Arminius angewiesen. Als Anführer der germanischen Hilfstruppen kannte er die germanische Seele und das Land am besten. Varus gibt den Befehl, die Armee in Marsch zu setzen, entsprechend dem Rat des Arminius. Der kühne Plan scheint aufzugehen. Später spottet der Historiker Paterculus. Varus hielt den Anschein des ihm entgegengebrachten Wohlwollens für verdient. Doch Sorglosigkeit ist der häufigste Beginn des Unglücks. Im Herbst des Jahres 9 nach Christus bricht Varus mit der 17., 18. und 19. Legion auf, um die angeblichen Unruhen niederzuschlagen. Drei Legionen, Hilfstruppen und der Tross, bis zu 30.000 Menschen lässt Varus wie bei einem Zug durch befreundetes Land marschieren. Er verzichtet auf Aufklärung und Flankenschutz. Bisher lief alles nach Plan. Als Vorhut führten wir die Armee in ein dichtes Waldgebiet. Unbekanntes Terrain für die Römer. Wir hofften, dass Varus nicht doch noch misstrauisch werden würde. Würde er uns auf dem schmalen Weg folgen? Denn in einer offenen Feldschlacht hätten wir keine Chance gegen die technisch und taktisch überlegenen Truppen. Beim Übergang in den schmalen Waldweg löst sich die disziplinierte Ordnung der Marschkolonnen auf. Und Ordnung ist die stärkste Waffe der Römer. Arglos folgen Varus und seine Legionen Arminius immer tiefer in das schwer passierbare Waldgebiet. Arminius hat die Römer jetzt da, wo er sie haben will. Die römische Armee ist nun von allen Rückzugslinien davon aus, dass sich Brukterer, Marser, Katten und Cherusker auf dem Ting trafen, einem geweihten Platz, um über einen Aufstand zu beraten. Bevor die Römer in ihr Land gekommen waren, waren viele Stämme untereinander erbitterte Feinde. Jetzt verbindet sie das gleiche Schicksal. Der Chronist Florus berichtet über den wachsenden Widerwillen der Germanen gegenüber der römischen Fremdherrschaft. Sie fingen an, die Ausschweifung und den Stolz des Quinctilius Varus ebenso zu hassen wie seine Grausamkeit. Arminius versuchte, die Germanen zu überzeugen. Wer hätte noch nicht gemerkt, dass die Gesetze der Römer grausamer sind als Waffen? Es sei an der Zeit zu handeln, ehe die Schwerter der Germanen verrosten und ihre Pferde träge würden. Aber nicht alle folgen seinem Aufruf zum Aufstand. Segestes, ein anderer Fürst der Cherusker, arrangiert sich gut mit den neuen Herren. Die Stämme sind im Innern zerrissen. Tacitus überliefert, dass Arminius die Krieger vor die Wahl stellt. Wenn sie das Vaterland frei von römischer Herrschaft wollten, dann sollten sie ihm folgen. Er würde sie zu Ruhm und Freiheit führen. Segestes aber zu schändlicher Knechtschaft. Doch Segestes warnte, wir seien Varus und seinen Legionen hoffnungslos unterlegen. Ein Aufstand gegen Rom sei Selbstmord. Die Römer würden das Land verwüsten, uns töten und unsere Frauen und Kinder in die Sklaverei führen. Es sei besser, Freund der Römer zu sein als ihr Feind. Wir alle würden doch vom Wohlstand und Luxus der Römer profitieren. Aber die Stämme folgten Arminius. Der Steintanz von Beutin, eine Tinkstätte in der Nähe von Rostock. So könnte auch der Platz ausgesehen haben, an dem Arminius zum Aufstand gegen Rom aufrief. Freiheit oder Tod? Tacitus schildert, wie die Germanen dort über solche Fragen abstimmten. Alle Männer entscheiden gemeinsam über die bedeutenden Fragen des Stammes. Dabei kommt es mehr auf Überzeugungskraft als auf die Machtposition an. Missfällt ihnen ein Antrag, weisen sie ihn durch Murren zurück. Gefällt er ihnen aber, schlagen sie die Waffen aneinander.
Warum folgte die Mehrheit der Stimme dem Aufruf des Arminius? Entscheidend ist aus meiner Sicht der Versuch, römische Rechtsprechung, Verwaltung und all diese Dinge auf den Stamm der Cherusker und die anderen germanischen Stämme zu übertragen. Das hätte innerhalb der Gesellschaft große Verwerfungen mit. Doch dann, im Jahr 9 nach Christus, wagen die Germanen den Aufstand. Ihr Freiheitskampf wird die Geschichte verändern. Ich war der Leibwächter von Arminius, unserem Anführer im Kampf um die Freiheit. Ich schützte ihn mit meinem Leben. Als Kinder hatten wir beide vor bald 20 Jahren unsere Heimat, das Land der Cherusker, verlassen müssen. Im Jahr 8 vor Christus. Nach einem langen, blutigen Krieg muss sich der Stamm der Cherusker den Römern ergeben. Rom zwingt ihm ein Bündnis auf. Für den Frieden muss der Fürst der Cherusker einen hohen Preis zahlen, seinen eigenen Sohn. Fern der Heimat in Rom soll Arminius als Geisel für die Loyalität des Stammes bürgen. Das Schicksal der Unterwerfung teilen die Cherusker mit den anderen germanischen Stämmen zwischen Rhein und Elbe. Sie alle müssen jetzt den Befehlen Roms gehorchen und hohe Tribute zahlen. Brauchte Arminius nicht gerade jetzt die Hilfe seines Freundes? Ich konnte ihn nicht alleine gehen lassen und wollte von nun an sein Los teilen. So kam es, dass Arminius und ich aus dem Land der Cherusker nach Rom gebracht wurden. Wir glaubten, dies sei ein Abschied für immer. Die Legionäre waren gut zu uns. Wir würden unsere Heimat vergessen, sagten sie. Ein Leben in Luxus erwarte uns. Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen im prächtigen Rom des Kaisers Augustus. Auf einer römischen Goldmünze ist eine solche Szene dargestellt. Aufbewahrt wird sie im Bode-Museum in Berlin, der weltgrößten Münzsammlung. Für Rom war die Geiselnahme von Kindern unterworfener Völker offenbar übliche Politik. Augustus ließ sich die Geiseln von den besiegten Fürsten aus zwei Gründen überreichen. Die Kleinkinder dienten zum einen dazu, den Frieden zu sichern. Ein Fürst, der weiß, dass sein Kind in Lebensgefahr gerät, wenn er wieder einen Krieg beginnt, wird es vielleicht weniger leicht tun, als jemand, bei dem das nicht der Fall ist. Zum anderen war man davon überzeugt, dass Kinder, die in Rom aufwachsen würden und erzogen würden, zu echten Römern werden würden. Sie kamen in die Familien des Kaisers selbst oder der nächsten Angehörigen und wuchsen dort wie Oberschichtsangehörige auf.